In den USA wird heute gewählt. Was muss man dazu wissen? Wie ist die Börse mit früheren Zwischenwahlen umgegangen? Ist es bärisch für Aktien, wenn das regierende Lager ein oder zwei Kammern verliert? Und auf was sollte man sonst noch so achten? Fragen über Fragen, schauen wir es uns an. In den USA finden heute bekanntlich die Zwischenwahlen, die Midterms, statt. In den USA ist es ja so, dass der Präsident und die beiden Kammern, der Senat und das Repräsentantenhaus, getrennt voneinander gewählt werden. Man kann die beiden Kammern so ein ganz bisschen so vergleichen wie den Bundestag und den Bundesrat. So, und diese Kammern, das Repräsentantenhaus wird komplett neu gewählt, der Senat werden einige der Sitze neu gewählt. Und das heißt, jetzt kann es dazu kommen, dass diese beiden Kammern entweder unterschiedlich starke Mehrheiten haben, im Moment sind ja beide in Händen der Demokraten, oder vielleicht sogar beide in das Lager der Republikaner wechseln, obwohl wir einen demokratischen Präsident haben. So, und all diese Konstellationen könnte man jetzt sich überlegen, ob das irgendwie einen Einfluss hat, auch auf die Wirtschaft natürlich und letzten Endes natürlich auf den Aktienmarkt. Ja, aber schauen wir uns vielleicht erstmal an, wo stehen wir denn aktuell? Wie sind denn die Vorhersagen? Wer sollte welche Kammer gewinnen? Und da gibt's ein ziemlich berühmtes Analysehaus in den USA, 538. Und die machen ganz regelmäßig alle möglichen Untersuchungen, Umfragen. Und auf dieser Basis haben sie hier eine große Simulation angeworfen, das machen sie auch täglich, wo sie mit vorhersagen wollen, wer wird denn wahrscheinlich welche Kammer gewinnen. Und wenn wir jetzt erstmal das Repräsentantenhaus angucken, dann stand heute Dienstag, sagen die 84% Wahrscheinlichkeit, also 84 von 100, dass die Republikaner das gewinnen werden. Also gilt nicht als sicher, aber doch als sehr, sehr wahrscheinlich, dass hier die Republikaner die Mehrheit übernehmen werden. Und beim Senat, da ist die Sache ein bisschen enger, aber auch da leichter Vorteil für die Republikaner. Also 59% Wahrscheinlichkeit wird ihnen zugemessen, dass sie mehr als die erforderlichen 51 Sitze, also man muss eigentlich 51 Stimmen haben, bekommen. Gut, jetzt ist die Frage, wie geht denn die Börse allgemein damit um? Ich habe irgendwann schon mal eine Sendung gemacht, da ging es um den Einfluss der Politik auf die Börse und hier vor allem um die politische Unsicherheit. Jetzt ist es ja so, dass vor Wahlen eigentlich die Unsicherheit am größten ist, weil die Wirtschaft und auch die Börse nicht weiß, ja, wohin steuert denn jetzt das Land? In die Richtung, die jetzt das rote Lager oder das blaue Lager kolportiert. So, und die erste Frage, die gucken wir uns mal allgemein an, also wie sind denn so Wahltendenzen, weil führt dazu, dass die Unsicherheit am höchsten ist, aber danach vielleicht auch die Sicherheit am größten, weil dann weiß man, mit was man es zu tun hat. Zweite Frage wäre, macht die Börse einen Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern, je nachdem, wer da in der Regierung ist? Und als drittes, der Einfluss eines Kammerverlusts, der ist ja nach dem, was wir gerade gesehen haben, sehr wahrscheinlich. Wirkt sich das irgendwie aus auf die Börse? Also war das in den letzten 120 Jahren so? Und gibt es vielleicht noch andere Sachen, auf die man vielleicht achten könnte? Gut, gehen wir es der Reihe nach mal durch. Und jetzt komme ich auf das, was ich gerade gesagt habe. Der Zusammenhang zwischen der Politik, der politischen Führung und der Börse. Jetzt muss ich diese Grafik mal erläutern. Das ist in Gelb, sehen Sie hier, den durchschnittlichen Kursverlauf des Dow Jones seit, ich glaube, dem Jahr 1900. Und zwar in diesen 4 Jahren eines Präsidentschaftszyklus. Also es geht los im ersten Jahr der Präsidentschaft, dann hier gestrichelte Linien kommt das zweite Jahr, da haben wir dann die Midterm-Wahlen. Hier ist das so gesagt, das erste Jahr ist noch bevor der Präsident die Wahl antritt. Da wird ja schon im Jahr davor, im November, gewählt. Und dann im zweiten eigentlichen Jahr der Präsidentschaft kommen immer die Midterm-Wahlen. So, und das ist der Verlauf des Dow Jones durchschnittlich. Und in Grün sehen Sie das Maß der politischen Unsicherheit. Also wie sicher fühlt sich der Staat und die Leute in dem Staat darüber, wo es denn politisch hingeht. So, und das wurde in einer Studie, hier können Sie selber mal sich angucken, ganz interessant, von Chen und Marsh dargestellt, wurde es gemessen. Und die Ergebnisse sind eigentlich erstmal relativ klar. Die größte Unsicherheit in den USA gibt es kurz bevor der neue US-Präsident gewählt wird. Also da sehen Sie hier, die grüne Kurve hat da ihren höchsten Wert. Und ist klar, da ist sozusagen am unsichersten, in welche Richtung jetzt das Land steuert.
Und danach nimmt sozusagen die Unsicherheit ab oder die Sicherheit zu. Und typischerweise sieht man, dass das einhergeht mit einer guten Phase bei Aktien. Und in den Phasen, wo die Unsicherheit wieder zunimmt, wie zum Beispiel, wenn man sich auf die Midterm-Wahlen zubewegt, da haben historisch gesehen zumindest die Märkte nicht wirklich Landgewinn erzielt. Und jetzt kann man auch die Midterm-Wahlen ganz gut einordnen. Wir haben hier so ein relatives Hoch, also die Unsicherheit ist höher als in den ganzen Monaten davor und danach, aber ist jetzt nicht so bedeutsam wie jetzt die Präsidentschaftswahl selbst. So, nur um das Ganze mal einzuordnen. Wir hatten ja auch mal immer die Statistik, die aber gezeigt hat, dass nach den Midterm-Wahlen die stärkste Phase überhaupt am Aktienmarkt beginnt. Also seit 1946, die 6 Monate danach, immer bullisch gewesen. Ein bisschen zweifle ich daran, weil vor dem Zweiten Weltkrieg war das nicht so konsistent. Also von daher muss man hier immer auch ein bisschen beachten, dass vielleicht auch Zufallseffekte mit reinspielen. Aber so sieht die Tendenz bisher aus. Gut, das heißt also, von dem her könnte man sagen, oh gut, dass wir die Wahlen jetzt hinter uns haben. Dann haben wir wieder ein bisschen Unsicherheit draußen. Und das ist für die Börse eher tendenziell eher gut. Und jetzt habe ich das Ganze noch mal ein bisschen mehr zugeschnitten auf die konkrete Zeit vor der Wahl, nämlich die 4 Wochen vor und nach der Wahl. Also wenn man immer nur am Aktienmarkt seit 1902, den Midterm-Wahlen, im Dow Jones angelegt hätte, in den 4 Wochen vor und nach der Wahl, hätte man diese Kapitalkurve erzielt. Und gerade so in den letzten Jahrzehnten war das eigentlich besonders bullisch. Und hier das Letzte, das ist sozusagen der Spike nach oben, den wir jetzt gesehen haben. Gut, die 4 Wochen vor der Wahl sind jetzt schon mal passé, aber auch die 4 Wochen danach eher grundsätzlich eher bullisch. Und jetzt kommen wir mal auf den Fall aktuell, wo wir ja einen demokratischen Präsidenten haben. Macht das irgendwie einen Unterschied? Und habe ich nur noch mal aufgedröselt. Die 4 Wochen vor der Wahl sind dabei bullischer als nach der Wahl. Also hier im Durchschnitt 2,3% in 4 Wochen. Das ist ein richtig gutes Ergebnis. Nach der Wahl, ja, auch noch tendenziell bullisch, aber Sie sehen es schon ein bisschen volatiler. Das heißt, eher sogar ein unterdurchschnittliches Ergebnis in den 4 Wochen direkt danach. So, jetzt haben wir das Thema mal abgeräumt. Und jetzt die Frage, macht es irgendwie einen Unterschied, ob wir jetzt einen Demokraten oder einen Republikaner als Präsident haben? Hier sind Sie jetzt nochmal das Gleiche, also die Performance 4 Wochen vor und nach der Wahl, in Abhängigkeit davon, ob jetzt ein Demokrat gerade regiert hat oder ein Republikaner. Und da ist es so, die grüne Kurve zeigt demokratische Präsidenten. Die verläuft jetzt A, oberhalb von der gelben Kurve, und es hat mehr republikanische Präsidentschaftszeiten gegeben. Das heißt, trotz längerer Investitionsdauer hier ein schlechteres Ergebnis, wirkt sich halt entsprechend aus, dass wir hier eine positivere, bullischere Börse gesehen haben in der Vergangenheit. Der Unterschied ist zwar jetzt so, dass man sagen würde aus statistischer Sicht, oh, das kann man mal beachten, ist aber jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, okay, das ist zwingend jetzt ein richtiger Effekt, den man ernst nehmen muss. Ist jetzt erstmal nur eine Tendenz, die man mal so hinstellen kann. So, und jetzt die Frage, wie ist das aber, wenn das regierende Lager an Kammer verliert? Heißt ja, dass der Handlungsspielraum des Präsidenten eingeschränkt wird, er vielleicht sogar komplett blockiert wird, wenn jetzt beide Kammern an die Republikaner gehen würden. Wie geht die Börse damit um? Und die Antwort ist, immer nur Tendenzen hier, hätte ich vielleicht sowieso vorweg sagen müssen, wir haben jetzt hier nicht tausende von Fällen, die wir analysieren können, sondern es sind nur alle 4 Jahre diese Zwischenwahlen. Das heißt, entsprechend muss man ja das Ganze mit etwas Vorsicht sich angucken. So, dann schauen wir uns mal an, wie die Börse damit umgegangen ist, wenn das regierende Lager eine der Kammern verloren hat oder sogar beide oder wenn das nicht der Fall gewesen ist. Hier erstmal die Entwicklung wieder 4 Wochen nach der Wahl, immer in den Fällen, wo der Präsident und seine Partei keine Kammer verloren haben. Und da sieht man, naja, also nach der Wahl ist ja sowieso erstmal eine nur leicht bullische Phase. Und so sieht man es auch hier eigentlich sogar nur mehr oder weniger ein Oszillieren um den Ausgangswert. Also es ist jetzt nicht besonders bullisch, wenn das regierende Lager jetzt keine Kammer verloren hätte. Also der Markt, für den ist das gar nicht so bedeutsam. Eher sogar noch neutraler. Wenn eine Kammer verloren gegangen ist,
oder sogar beide. Es gab ja erst in den letzten 120 Jahren nur 3 Fälle, wo die Regierungspartei beide Kammern verloren hat. Das war zuletzt im Jahr 2006 und vorher auch schon mal 1994. Übrigens heißt das nicht unbedingt, dass der Präsident danach abgewählt wird. Bill Clinton nach 1994, dann ja 1998 wiedergewählt, obwohl er 96 beide Kammern verloren hat. So. Und ein Kammerverlust ist jetzt aber auch nicht tragisch für einen Aktienmarkt. Das heißt, man sieht hier, die Kurve ähnelt der davor ziemlich stark. Heißt also, das interessiert die Börse gar nicht so sehr. Entweder ist im Vorfeld schon eingepreist oder aber sie sagt, naja, so wichtig ist das für uns jetzt auch nicht. Gut, das Thema können wir also ziemlich schnell abräumen. Hier habe ich Ihnen das sogar nochmal mitgebracht, die 3 Fälle, wo beide Kammern verloren gegangen sind. 1946 war das, 1994 und 2006. Und da höchstens, ich meine, jetzt unterhalten wir uns über 3 Fälle. Also das ist wirklich nicht viel. Von daher hier ganz besonders das Ganze mit Vorsicht genießen. In den 3 Fällen war es so, dass der Dow Jones in den 4 Wochen danach verloren hat. Und zwar insgesamt um 3-4%. Ist jetzt auch nicht so viel. Aber das wäre so das Einzige, wo man sagen könnte, okay, hier sagt die Börse, zu viel Blockade für die US-Regierung in 2 Jahren, das ist nicht so toll. Und dann ging die Tendenz leicht nach unten. Okay, letzte Frage. Auf was könnte man denn sonst noch so achten, was für die Wahl relevant wäre? Jetzt ist es ja so, dass in den Wochen vor der Wahl sich immer mehr gerade von der Aufmerksamkeit der USA auf diese Wahl eben fokussiert. Und wenn die Wahl erstmal abgeräumt ist, dann schaut man vielleicht eher mal wieder so auf die übrigen Themen. So, was beschäftigt uns denn sonst so? Und das heißt, es könnte sein, dass der Trend, den man gesehen hat vor der Wahl, bevor die Wahl relevant wurde, dass der dann wieder aufgenommen wird. Von daher habe ich mal geschaut, wie es ist, wenn der Markt 4 Wochen vor der Wahl in einem Bullenmarkt war, also hier oberhalb der 200-Tage-Linie notiert hat, und wenn der Markt in einem Bullen, in einer Bärenphase sich befunden hat. Und die grüne Kurve zeigt eben die Jahre, wo die Wahl in einem Bullenmarkt stattgefunden hat, und die gelbe Kurve, wo es im Bärenmarkt war. Und in diesem Jahr liegen wir unterhalb der 200-Tage-Linie, das heißt, wir sind sozusagen in einem Bärenfall. Und hier wäre es so, dass wir auf die ganze Sicht, Sie sehen es hier in Oszillieren, um mehr oder weniger den gleichen Wert. Heißt also, die Börse hat neutral reagiert, also nicht die allgemeine bullische Tendenz, die man sonst eigentlich im Winter findet. Das heißt, die fällt aus, wenn wir schon in einem Bärenmarkt in die Wahl hineingestartet sind. Was nehmen wir jetzt von dem Ganzen mit? Also, wir gucken jetzt auf die Zeit nach der Wahl. Ob jetzt eine Kammer verloren geht oder nicht, vermutlich gar nicht relevant. Höchstens, wenn beide Kammern verloren gehen, da war die Börse dann eher negativ. Aber die Fallanzahl, die wir hier betrachten konnten, war sehr gering. Ansonsten ist es relativ egal, welches Lager gerade regiert. Tendenziell bullisch, wenn die Demokraten am Zug sind, aber auch hier die Diskrepanz nicht so stark. Und vielleicht ist es so, dass der Markt sich wieder auf die allgemeinen Themen neben der Wahl dann konzentriert, wenn die Wahl um ist. Und das würde für dieses Mal bedeuten, dass wir den Bärenmarkt tendenziell eher wieder aufnehmen. Also gelbe Kurve zeigt Jahresendrallye. Nach den Ergebnissen hätte eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sie leider ausfällt in diesem Jahr. Alles nur Tendenzen. Ich würde nichts davon als ganz hart und müsste man unbedingt nachgehen aufnehmen. Aber vielleicht für Sie ganz interessant. Wird auf jeden Fall auch ein interessanter Abend. Bin selbst gespannt, wie das Ganze ausgeht. Und aber für die Börse nehmen wir uns mit, ja, brauchen das alles nicht so heiß essen, wie es gekocht wird. Alles Gute.